Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 1. Und wir befinden uns heute bei den miesen Pennern von Waffenschiebern und wollen die auf jeden Fall, ups, das war die falsche Taste, übelst fertig machen. Das war auch die Figur müssen wir, ne? Ja, wir müssen nochmal kurz die Punkte verteilen. Speichern wir nochmal kurz ab. Damit wir alles schön und große Waffe haben. Sehr schön, gut. Dann speichern wir das Ganze nochmal ab. So, perfekt. Okay. Und dann begeben wir uns mal zu den Pisser da hinten erstmal. Machen den fertig. Wir gehen mal von hier hinten aus. Ich glaube, das ist definitiv der bessere Weg und ich habe keinen Sound. Ah, jetzt habe ich Sound. Na komm. Ja, komm. Ich hoffe, hier kann ich durch Fenster schießen. Okay, perfekt. Ich habe ihn hier gelockt. Und er stirbt nicht. Halt. Er ist weg. Er ist einfach weg. Nicht dein Ernst, oder? Verpiss dich. Oh, jetzt hängt er da hinten, ne? Oh, ich fass das nicht. Gottes Willen, na egal. Huch. Glaube, das waren die, die hinter mir her waren. Wir hauen trotzdem mal ab. Wir verstecken uns wieder hier hinten. Sollen die erstmal ankommen? Diesmal verstecken wir uns da. Sollen die erstmal zu mir kommen, ne? Hallo, mein Freund. Und haut ab. Bestimmt. Oder auch nicht. Mutig, mutig. Aber tot. Okay, ist noch nicht da. Wir können tatsächlich erstmal laden. Und warten dann mal kurz. Na gut. Ah, es überlebt einfach, ne? Und weg ist er. Können wir auf ihn zielen? Perfekt. Lebt er noch? Ne, er ist tot, okay. Was ist dieser Sack da hinten, ne? Oh. Diese Nervensäge, ich fass das nicht. Komm, nehmen wir die Stimpaks mit. Kampfrüstung brauchen wir nicht unbedingt, ne? Was ist das? Sniper, wir nehmen mal vorsichtshalber die Sniper mit. Meinetwegen eine Granate, wieso nicht? Haben wir auch noch nicht probiert. Und die Munition meinetwegen auch. Ah, er kommt zurück. Er denkt, wir sind weg. Dabei sind wir gar nicht weg. Die Munition, der dabei hat. Krasse Scheiße. Können gar nicht so viel tragen. Geht er echt an seinen Platz zurück? Hallo, mein Freund. Arme Sau. Okay, ich weiß, was Scheiße auf die Granaten, ganz ehrlich. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Ah ja, Kampf beenden, komm. Granaten können ehrlich gesagt weg. Die brauchen wir nicht. Und dann benutzen wir halt die Granaten. Auch kein Problem. Mach ich doch gerne. Haben wir auch noch nie gemacht, ne? Kann man gerne mal versuchen. Aber müssen wir einmal kurz an der Tür anklopfen. Hallo. Okay, wir haben noch eine. Ich bin... Was? Was? Wie viel Schaden hat der gemacht?
Okay. Was war denn das bitte? Was zum Teufel war denn das? Okay, Freunde, tut mir leid. Wir machen jetzt. Spaß ist vorbei. Ich würde sagen, Spaß ist einfach vorbei. Wir machen jetzt ernst. War wohl so wert. Jetzt wird hier knallhart ernst gemacht, ey. Es reicht. Es reicht einfach nur. Nehmen wir mit. Simpacks natürlich auch. Rotmoni lassen wir da. Die wiegt mir zu viel. Kann ich nicht irgendwie mal Hallo sagen? Aber wir gehen mal ein Stück weiter weg. Aus der Reichweite. Übrigens, mir wurde gesagt, dass wenn ich auf Zielen drücke und irgendwo in die Landschaft drücke, dann kann ich da Sachen hinwerfen oder Sachen hinschießen, aber es passiert nichts. Das dazu. Kommentare sind halt die besten, ne? Der kommt mich, der sieht mich nicht kommen. Das ist perfekt. Siehst du mich jetzt kommen, mein Freund? Siehst du das? Oh, der Rest kommt. Scheiße, Mann. Ja, ist gut. Fuck, der stirbt einfach nicht. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, komm, das hat keinen Sinn. Das hat einfach keinen Sinn. Aber ich will die jetzt fertig machen und ich weiß auch wie. Ich weiß jetzt auch wie. Das machen wir den da kaputt. Genau, jetzt haben wir jemanden angelockt. Das ist perfekt. Das heißt, der kommt hier gleich angekrochen. Dann hauen wir ab. Und warten. Und warten. Ich will mich hier nicht breit machen, ich will. Wollte nur Hallo sagen. Wollte selber ein bisschen was kaufen. Machen die hier so einen Stress? Muss die doch irgendwie anlocken können, oder? Ob das Anlocken genug ist? Ja, dass der mich nicht trifft, ist klar. Na komm. Muss funktionieren. Er bewegt sich perfekt. Wir locken sie einfach an. Wir haben auch noch nie versucht zu schleichen, ne? Wir könnten doch mal versuchen zu schleichen. Vielleicht bewirkt das ja was. Na komm. Komm her, Troller. Läufst du jetzt weg? Na, spätestens jetzt läuft sie weg. Ja. Ja, wie soll man sie auch treffen? Ganz ehrlich, das ist so eine Sack. Scheiße ist das, ey. Huch, nein! Oh Gott, ich habe nicht gesehen, dass sie kommen. Oh nein, das wäre perfekt gewesen.
ist das schön. Mach deinen eigenen Dude fertig. Genauso will ich das sehen. Wie haust du jetzt echt ab? Wieso steht da, dass er tot ist? Er ist doch gar nicht tot. Ach, fuck. Der miese Sack, der steht da hinten einfach nur. Aber ich kann ihn nicht treffen, ne? Wenn ich hingehe, werde ich abgeknallt, bestimmt. Ah, oder auch nicht. Aber ihn zu treffen ist eher unwahrscheinlich. Oh. Wie zum Henker. Ist das kleine Fenster hindurch oder was? Willst du mich verarschen? Nicht normal. Weißt du was? Wir haben auch normale Stimpaks. Wir müssen zwar viele davon einsetzen, aber. Ist halt gar nichts. Ich will die Penner jetzt fertig machen. Und den mit dem Raketenwerfer. Ey, da immer auf den Sack. Ja, komm her, komm. Sobald du tot bist, die ganze Mannschaft kein Problem mehr. Noch näher geht nicht, oder was? Ja, wenigstens kann er nicht mit seiner Bazooka schießen. Oder er kann's doch. Und ist tot. Damit hat er also die ganze Zeit geschossen. Ja, gut. Ich könnte das jetzt quasi mitnehmen, aber weißt du was? Ne. Ne, ne, ne. Muss ich nicht. Wir beenden mal den Kampf. Nehmen uns nochmal ein Stimpack rein, weil wir es können. Dann schauen wir mal weiter. Lass mir die Jungs hier fertig. Warte, nein! Ich wollte doch schleichen. Ich hab's vergessen. Jetzt bewegt sich der Rest. Okay, ich verpiss mich hier. Ja, ist ja gut. Schieß du mal mit deinem scheiß Ding. Triffst sowieso nicht mehr. Ich glaube, ich nehme doch nochmal gleich die Bazooka. Aber ich könnte mich selber treffen, ne? Ah, die haben sowieso nichts drauf, die Kleinen. Nur die mit der Kampfrüstung, die was drauf haben. Ich halte mich für einen ganz Gewieften. Mit denen halte ich mich. Ah, gut, sie kommen einzeln. Das ist perfekt. Das nehme ich doch gerne. Hallöchen. Und tschüss. Next one, please. Wir gehen einen Schritt nach vorne, damit wir ihn looten können. So, wir gehen noch einen Schritt nach vorne. Oh, da schafft sie mich noch zu schlagen. Und dann ist sie tot. Eins, zwei, drei, vier Stück habe ich noch. Kommt auf mich zu, der Typ. Er kommt auf mich zu gut. Dass wir stellen uns jetzt mal hier hin. Wegen dem ganzen Loot. Kommt der Rest auch? Nee, der Rest bleibt stehen, okay. Okay, hätte ich vielleicht vorher drauf achten sollen. Schade. Jetzt läuft er weg, ne?
Es gibt kein Entkommen. Arsch. Okay. Ah, schön. Da sind zwar welche entlaufen, aber das macht nichts. Das Geld, das nehme ich sehr gerne. Die Sniper, die behalte ich auch. Nur für den Notfall, dass wir auch sehr viel Munition dabei haben. Wäre definitiv recht schön bei der Sniper. Und es geht auch langsam diese Munition aus hier. Brauchen wir Reserve. Die Kronkorken bitte alle und die Stimpaks. Den Rest kannst du auch gerne behalten. Die Stimpaks und die Kronkorken. Wie viele Kronkorken haben wir jetzt? 15.000, holy shit. Achso, der Diamantraketenwerfer, ne? Der ist ja halb so wild. Der Rest dürfte eigentlich kein Problem sein. Der hier sieht aber irgendwie... Du siehst einen typischen Gunrunner. Okay. Tschüss, Bro. Schießt der auf mich? Ich schieß auf mich. Das hält's nicht lange durch, Freunde. Keine Sorge. Oh, länger als ich dachte. Und das war's. Das laden wir auch nochmal kurz nach. Und dann gucken wir mal, was der Freund hier dabei hatte. Nichts. Der sah eigentlich aus wie ein Händler. Und Händler haben eigentlich viel immer dabei, aber gut. Dann nehme ich auf jeden Fall die Stimpaks hier mit und die Munition, solange weit ich sie tragen kann, ne? Ich kann sie alle noch tragen, gut. Gucken wir mal hier rein. Lass mal Pistole. Energiezelle? Wieso? Okay, Fusionszellen nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber Energiezellen? Legen wir das mal ab. Und das legen wir auch ab. Ich möchte gerne das Ding haben. Ah, perfekt. Was machst du denn so Schönes für Schaden, Kleiner? Plasmapistole Typ Glock 86, hergestellt von Gosten Glock AL. Feuert einen kleinen Strahl hocherhitzter Plasma ab. Mindeststärke 4. 16 von 16 Schuss. Das sagt mir aber immer noch nicht, wie viel Schaden das macht. 15 bis 35. Energiezelle. Na gut, das sind Energiezellen hier. Lasergewehr ist, glaube ich, viel besser, ne? Verbraucht zwar Fusionszellen, aber wir haben genug Fusionszellen. Das passt schon. Was haben wir denn noch hier so Schönes drin? Ein Raketenwerfer, okay. Ein Ripper, was zum Teufel ist ein Ripper und was bist du? Eine Powerfaust? Die gibt's hier auch schon? Wir legen mal das hier zur Seite und das hier zur Seite. Nehmen mal die Powerfaust. Gucken uns mal die Powerfaust an, ne? 19 bis 29. Naja. Aber schon mal recht einzigartig. Lass jetzt den Schrank aufmachen, Mann. Was haben wir denn dann noch? Den Ripper. Was zum Teufel ist das? Ist eine Kettensäge. Ah. Kettensäge gab es ab Fallout 3 nicht mehr, muss ich sagen. Hier sind auf jeden Fall Granaten drin. Und Stimpaks. Stimpaks nehme ich gerne mit. Dann machen wir den letzten hier noch kaputt, ne? Hallo. Wenn ihr die Gunrunner seid, ne? Wieso habt ihr denn so scheiß Waffen? Benutzt ihr eure eigenen Waffen nicht? Das ist ein bisschen dämlich. Oh, Stimpak, das nehme ich sehr gerne. Dynamit. Das ganze Zeug könnte man so gut verkaufen, ne? Oh. Du bist eine Seele wie.
Da ist natürlich nichts drin. Aber ich sehe hier noch ein Bücherregal. Auch leer. Gut, aber zumindest eine Plasmapistole kommt man ran, die eigentlich recht gut ist. Aber wir brauchen die nicht mehr. Ist verschlossen. Ja, dann mach's auf. Siehst du mal. Frage nur, was mir das gebracht hätte, hinten reinzugehen. Wir hätten schleichen können, ja, und hinten dann rein. Aber gut, wir haben es denen gezeigt. Wir haben uns gerecht, Freunde. Und ich würde sagen, das war's auch schon für heute. Das war die Racheaktion. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero und tschüss.